Hallo 30 Freunde, heute geht es jetzt los auf die erste Probefahrt mit dem frisch aufgebauten Cabrio hier M3 Replika mit M52 B28. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen durchgeführt, bevor es hier richtig losgeht. Ich habe erstmal Saboflüssigkeit nachgefüllt. Der Behälter war ziemlich leer. Man hat auch schon ein bisschen Geräusche gehört hier bei den kleinen Rangierungen. Da nochmal hinten die Zentralmotor festgezogen an den Radnaben. Alle Radbolzen, dann gestern unterm Auto nochmal alle Fahrwerksschrauben geprüft, ob die alle fest sind. Ja, ansonsten hinten noch den Aufkleber rangemacht, der noch fehlte, der schwarze Kontrastaufkleber, Kennzeichen natürlich jetzt dran. Würde ich sagen, Verdeck auf und dann schauen wir mal, was jetzt noch so an Themen offen bleibt. Eine Sache habe ich schon gesehen und wie haut es in meiner Temperatur? Zeige nicht hin, der Zeiger macht immer noch gleich den Ausschlag ganz nach rechts, obwohl das Kabel eigentlich korrekt angeschlossen ist. Naja, mal gucken, was er da noch so für Fehlerchen jetzt findet auf der Probefahrt. Wenn wir das Verdeck runter machen, gucke ich nochmal, ob die oberen Stoßdämpfermuttern da, die 13, ob die fest sind. Da bin ich auch ein bisschen unsicher. Und dann ja, kann es jetzt mal losgehen. Ich bin gespannt, ob das heute hier alles klappt. Wetter ist super, von daher wünsche ich mir viel Glück, ob das jetzt hier alles soweit über die Bühne geht. Der Wagen wird Ende Juni ja gebraucht für eine Veranstaltung und bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Also wir können noch einiges richten. Aber ja, jetzt fangen wir an mit den Probefahrten und da wird es sicherlich noch viele Kleinigkeiten geben. Gestern habe ich noch ewig gesessen oder vorgestern habe die Beleuchtung vorne optimiert, also die ganzen Kabel da alle nochmal neu umwickelt, die Stecker nochmal sortiert. Blinker haben wir jetzt angeklemmt. Das sind tatsächlich US-Blinker vor Facelift. Das heißt, die haben hier hinten einen dreipoligen Anschluss. Aber es passen die zweipoligen Stecker vom vor Facelift ganz normal drauf. Muss man nur diese Gummiummantelung auf der einen Seite ein bisschen ausschneiden. Ich habe jetzt die oberen Anschlüsse genommen, mit noch ganz normale Birnen drin, obwohl die Fassung für zwei Fadenbirne ist. Da waren einige Kabel abgeschnitten, sodass jetzt quasi Blinker, Fernlicht und so weiter, Standlicht, alles perfekt funktioniert. Die Nebler gehen noch nicht, hatte gar keine H3-Birnen da, aber die habe ich jetzt bestellt. Das heißt, Nebelscheinwerfer haben wir noch keine, aber ansonsten geht alles. Hinten auch alle Kontakte gereinigt, da gingen auch einige Sachen an den Rückleuchten nicht. Typische Kontaktprobleme eigentlich nur. So, jetzt haben wir hier noch Kupfermuttern und ja, Kupfermuttern verbaut. Vorher war ja hier noch Edelstahl provisorisch. Dann da vorne neue Dichtungen an Übergangkrümmer zum Hosenrohr. Alle Schrauben nochmal hier festgezogen. Die erste Probefahrt steht ja jetzt langsam bevor. Jetzt wollen wir nochmal kurz schauen, ob hier die Endrohre korrekt ausgerichtet sind, ob ich da noch ein bisschen nachbiege. Ich glaube, das rechte könnte noch ein Stückchen höher gebogen werden. Gucken wir uns nochmal an, wenn der Wagen unten steht. So, Deckel haben wir noch abgelassen. Brauchen wir jetzt noch nicht. So, naja. Was soll schon passieren? Ein bisschen rangiert haben wir schon. Grundsätzlich fährt das Teil also. So, da habt ihr hier mal meine Temperaturanzeige. Die funktioniert nicht. Der Tank, der ist vermutlich wirklich leer. Ein bisschen höre ich noch die Servo. Verbrauchsanzeige habe ich also auch angeschlossen. Das ist natürlich dumm. Und wieder abklemmen. Funktioniert sowieso nicht. Eieiei. Sehr hoppelig hart, ne? Also das ist hier schon alles ganz schön am Hoppeln, obwohl wir noch nicht mal richtig losgefahren sind. Ja, schön seitig, schön geschmeidig schon mal. Ist auch schon mal schön. Der Sound, ach du Scheiße. Ja, der Sound ist ganz schön derbe. Gut, warm kann man erstmal nicht richtig fahren, das war ein bisschen hoffen und beten. Was haben wir denn hier noch dran alles? Naja, müssen wir noch mal ein paar Sachen, denke ich mal, korrigieren. Spiegel muss auch noch ran. Gibt denn eigentlich die Spiegelverstellung hier? Jo. Naja, nicht wirklich. Lässt sich nicht nach oben stellen. Müssen wir von Hand ein bisschen nach oben stellen. Das sagt der andere. Na, der andere geht. Zumindest zur Seite. Naja, so Spiegel ein bisschen eingestellt hier. Jetzt haben wir erstmal eine schöne Klapperstrecke. Typisch beim Cabrio klappern hier die Scheiben ein bisschen. Und die Türen in den Gummis. Aber ist alles noch im Rahmen. Fahrwerk ist schweinehart. Muss auch ein bisschen höher schrauben, glaube ich, vorne. Im Moment nur für gute Straßen geeignet. Aber trotzdem straff. Also am Fahrwerk klappert schon mal nichts. Eigentlich nur ein bisschen die Scheiben.
Der Sound ist mir ein Hauch zu aufdringlich hier. Es könnte ruhig jetzt eigentlich gar nichts zu hören sein. Ich stelle ja quasi hier nur. Welchen Gang haben wir denn überhaupt? Dritten Gang, glaube ich, haben wir drin. Ja, Motor marschiert natürlich super nach vorne. Nachblubbern haben wir auch am Start. Naja, fahren wir es mal ein bisschen warm. Ein bisschen stinkt es natürlich jetzt hier, der Auspuff. Ne? Das ganze Öl, was am Auspuff dran ist, stinkt erstmal ein bisschen rum. Gut, dann machen wir ein bisschen warm fahren und dann quatschen wir gleich nochmal weiter. Also ein bisschen Knalls aus dem Auspuff beim Gas wegnehmen. Aber das ist jetzt konstant so ein unangenehmer, zwar leiser Unterton, der eigentlich nicht so cool ist. Komische Frequenz, also der Endtopf kann auf jeden Fall nicht bleiben. Mal schauen, ob wir wirklich ohne Mitteltopf hier auskommen. Unterschalten lohnt sich hier, glaube ich, auch nicht. Oh, Bremse passt. Bremse packt wie Sau zu, da muss man sich dran gewöhnen. Zwei, was haben wir denn? 305er haben wir vorne. Die bin ich ja selber auch noch nicht gefahren in einem richtigen Auto, nur in unserem Testauto. Die packt ja schon mal zu wie Sau. Ja, das Nachblubbern wird manchen bestimmt total gefallen. Wenn noch ein bisschen Kraftstoff dann in den Auspuff reinkommt und nochmal nachverbrannt wird. Hat da jetzt irgendwie auch, keine Ahnung warum, aber sehr dezent. Oh ja, Bremse ist richtig nice. Absolut Killer. Naja, das liegt natürlich ein bisschen auch an dem BKV, der natürlich schon mal super Pedal verstärkt, ansonsten sehr weit oben der Druckpunkt und packt sofort brutal zu. Das ist ja ein Highlight. Die Bremse ist so geil. Die ist auf jeden Fall stärker als der Motor. Ist die Frage, ob wir jetzt den vierten Gang drin? Ach ja, oder den dritten? Hm. Nochmal schnell gucken. Also erste, zweite, dritte, vierte. Zweiter Gang jetzt, also Besetzung sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt ein bisschen lahm, zweiten Gang. Hätte ich mir jetzt irgendwie mehr erwartet, aber vielleicht auch ein bisschen verwöhnt. Zieht natürlich hoch, alles cool, aber zweiten hätte ich gedacht, haben wir jetzt hier noch quietschende Räder und keine Ahnung was. Ja, fährt aber grundsätzlich auch keine Vibration oder irgendwas anderes, was jetzt hier irgendwie nervt. Quasi nur der Auspuff-Sound, der nicht so mein Geschmack ist. Ein bisschen macht noch die Servogeräusche. Wobei die komplett dicht ist. Temperaturenzeiger passt natürlich gar nicht. Tank ist einfach nur leer. Aber ich würde mir jetzt sogar trauen, auf eigene Achse zur Tankstelle zu fahren. 30 Kilometer oder 20. Wölbe hin, wölbe zurück. Ich würde sagen, pro Fahrt soweit erstmal zufriedenstellend hier geschafft. Auch mal ganz wichtig ist, ob hier die Heizung funktioniert. Aha, Lüftung geht schon mal nicht. Nicht gut. Aber ich spüre warme Luft. Lüftung ist natürlich nochmal super wichtig. Das geht natürlich gar nicht ohne Lüftung. Ja, wenn die Heizung funktioniert, dann haben wir auf jeden Fall ein funktionierendes Kühlsystem. Okay, das muss man natürlich dann nochmal klären. Fensterheber gehen, Spiegelverstellung auch. Also kann es jetzt nicht das Entlastungsrelais sein.
Gut, dann gucken wir mal kurz unter der Motorhaube, ob es jetzt hier irgendwo Qualm, Undichtheiten oder irgendwas in der Richtung gibt. Servo ist ein bisschen übergelaufen, da habe ich glaube ich ein bisschen zu viel reingemacht. Ich glaube, das sind nur die Zirkulationsgeräusche hier. Achso, der Deckel ist ja gar nicht richtig fest. Okay. Sollte man vielleicht festziehen, macht Sinn. Naja. Ich denke mal, da sind wir eigentlich schon auf der Zielgeraden. Viel kann jetzt hier gar nicht mehr sein. Lenkrad korrekt anschließen, nicht anschließen, ausrichten. Wenn wir gleich nochmal machen. Und dann Lüfter möchte ich auf jeden Fall haben. Und Temperaturanzeige wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn die funktionieren würde, ne? Und Verbrauchsanzeige, das ist doch irgendwas falsch angeklemmt hier am Motorstecker. Verbrauchsanzeige habe ich doch bestimmt nicht mit angeklemmt und trotzdem macht die irgendwelche Faxen. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, Lenkrad steht natürlich nicht gerade. Können wir nochmal eine Rastung rübersetzen, wobei die Spur auch noch nicht korrekt eingestellt ist. Fährt sich aber irgendwie gar nicht so schlimm. Fährt kurioserweise so geradeaus. Also ich würde sagen, Probefahrt auf jeden Fall erfolgreich. Noch ein bisschen Feintuning machen, aber keine richtig schlimmen Sachen hier, die wir jetzt noch in Ordnung bringen müssen. Habe ich hier wieder meine richtige Schlumperhose an hier, sehe ich gerade. Ich will Ärger mit meiner Frau, wenn die das sieht im Video. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Video mit den nächsten kleinen Optimierungen.